Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin ja ganz froh, dass Frau Rothe ihre Haltung zu den mobilen Impfteams, die ja noch vor zwei Wochen in der HNA ein bisschen anders las, inzwischen revidiert hat oder zumindest so konkretisiert hat, dass da das vielleicht auch einfach in mancherlei Hinsicht ein Missverständnis war. Man kann ja auch bei IKEA impfen, bitte. Also wir können überall dort impfen oder die entsprechenden Impf- und Beratungsteams, wo die Menschen anzutreffen sind. Aber ich glaube, das ist nicht der Kern des Problems, sondern der Kern des Problems ist tatsächlich, dass soziale Lebenslagen und damit eben auch Infektionsrisiken in dieser Stadt sozialräumlich unterschiedlich verteilt sind. Und da geht es ja nicht nur, ich meine in erster Linie, um eine geringere Impfbereitschaft, sondern um die Tatsache, dass die Infektionszahlen eben dort besonders hoch sind, wo, wie auch schon gesagt wurde, Menschen in beengten Wohnungen leben, in prekären Arbeitsverhältnissen, mit vielen anderen auf engem Raum zusammenarbeiten und die Möglichkeiten, sich im Alltag pandemiekonform zu verhalten und zu bewegen, einfach nicht vorhanden sind. Tatsache ist ja auch, wie Frau Rothe ja auch erklärt hat und auch verschiedene andere hier jetzt auch schon erklärt haben, dass das höhere Infektionsrisiko bestimmter Bevölkerungsgruppen nicht im ethnischen Hintergrund begründet ist. Ja? Und die Angst vor einer Stigmatisierung ist ja da und ist auch berechtigt, sondern von den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. Eine Angestellte im Homeoffice in einer großen Altbauwohnung ist natürlich besser geschützt als ein Leiharbeiter in einer Produktionshalle, der in einer engen Unterkunft lebt. Den Klischeebegriff sozialer Brennpunkt, der hier in letzter Zeit gelegentlich gefallen ist, den mag ich genauso wenig. Aber wir müssen schon eben auch zur Kenntnis nehmen, dass das Infektionsrisiko in Gebieten wie der Nordstadt, wie Teilen Obersphärens etc. höher ist als etwa in der Innenstadt oder im Vorderen Westen. Wenn die Infektionsketten wirksam durchbrochen werden sollen, dann muss eben genau dort angesetzt werden, wo die Gefahr der Ansteckung am größten ist. Mobile Beratungs- und Impfteams in die sozioökonomisch benachteiligten Stadtteile zu schicken, die eben auch Brennpunkte des Infektionsgeschehens sind, ist ja auch eine Forderung des Deutschen Städtetages und der interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, die hier jetzt in Kassel zum Glück auch auf positiven Widerhall stößt. Wir wissen ja mittlerweile alle, dass Corona die bestehende soziale Ungleichheit zusätzlich verschärft hat. Nichts Neues. In Vierteln, die von sozialen Problemlagen geprägt sind, breitet sich das Virus stärker aus. Und darum liegen auch auf Intensivstationen häufiger arme Menschen. Und durch die Pandemie werden die höheren Gesundheitsrisiken und Sterberaten armer Menschen, die gesamtgesellschaftlich seit vielen Jahren ein skandalöser Tatbestand sind, akut verdeutlicht und zugespitzt. Und genauso wie auch der Gesundheitszustand der Menschen in einem erschreckenden Ausmaß von sozialer Herkunft und ungleichen Lebensverhältnissen bestimmt ist, so sind auch die Hürden für die Impfung dort besonders hoch, wo sprachliche Barrieren bestehen, wo der Zugang zu verständlichen und nachvollziehbaren Informationen nur unter Schwierigkeiten gegeben ist und der Zugang zu und die Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben eingeschränkt ist. Soziale Unterschiede dürfen nicht dazu führen, dass ein Teil der Menschen abgehängt wird, weil für sie der Zugang zu Impfen zu schwer ist. So formuliert es der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages LUD. Eine Kritik, der wir uns anschließen. Das betrifft die Chancen, an einen Impftermin zu kommen, aber auch die Aufklärung über die Notwendigkeit des Impfens an sich. Und das gilt natürlich besonders für die gefährdetsten Gruppen der Bevölkerung, etwa Obdachlose oder Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften. Eine Unterbringungsform, die wir seit langem kritisieren und zugunsten einer menschenwürdigen, dezentralen Unterbringung beendet sehen wollen. Aber es gilt darüber hinaus für die Lebenssituation zahlreicher Menschen in prekären, beengten und schlechten Wohnverhältnissen im Stadtgebiet. Und solche gibt es noch viel zu viele. So ist etwa von den mobilen Beratungsteams aus Berlin bekannt, dass viele Menschen in sogenannten sozialen Brennpunkten, ich verwende das Wort hier noch nicht, in der Tat Ängste und Bedenken vor Impfungen haben. Und diese müssen zunächst aufgegriffen werden. Mit Zeit und Geduld für Informationen und Gespräche und vielleicht nicht gleich mit der aufgezogenen Spritze in der Hand.
Dazu sind gedruckte Informationen in die Muttersprache und in einfacher deutscher Sprache nötig und ein multiprofessionelles Team bei dem Impfangebot vor Ort, das die Menschen in Kontakt auch erreichen kann. Was wir gerade bei einem solchen Thema nicht tun sollten, das war mein Eindruck, zumindest noch vor ein, zwei Wochen, das relativiert sich heute gerade, ist aus der Not, nämlich der bisher unzureichenden Impfstoffversorgung durch das Land, eine Tugend zu machen, nämlich zu sagen, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Deshalb unterstützen wir den Antrag der SPD auch in der abgeänderten Form, den wir letztlich ähnlicher Form auch gestellt hätten, wenn wir in der Sache einen Tag schneller gewesen wären. Ich würde mich freuen und freue mich schon, dass sich das ja heute sehr deutlich abzeichnet, dass auch andere Fraktionen sich dem anschließen, um ein unbürokratisches, mobiles Beratungs- und Impfangebot für jene Menschen zu ermöglichen, die ansonsten weniger Möglichkeiten haben, sich vor dem Virus zu schützen. Danke.